Man soll ja die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen. Und davon habe ich heute in unserer April-Ausgabe von Modell und Bahn gleich zwei zu bieten. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer. Zwar ist das Aprilwetter bis jetzt nicht ganz für unbeschwerte Open-Air-Feste oder sprich Eisenbahnfeste geeignet, aber was soll's. Oder um es wieder mit einem etwas älteren Werbespruch der Bahn zu sagen, alle Wetter, die Bahn kommt. Und damit komme ich zu den Themen der Sendung. Personenverkehr im Wandel der Zeit. Unter diesem Motto lockte die IGBW Dresden-Altstadt über 12.000 Besucher zum 9. Dampfloktreffen nach Dresden, welches vom 7. bis 9. April stattfand. Und Berlin macht Dampf. Frühlingsfest im BW Schöneweide. Am Wochenende nach Ostern zog es viele Eisenbahnfreunde inzwischen zum 14. Mal ins BW Schöneweide zur traditionellen Veranstaltung. Und jetzt zu unserem ersten Thema. Das Dampfloktreffen in Dresden hat sich mittlerweile zum größten Fest mit Dampflokomotiven in Deutschland gemausert. Wir haben uns also am frühen Morgen von Berlin nach Dresden auf den Weg gemacht und haben diese Bilder mitgebracht. Übrigens, das Wetter war so lala, so ähnlich wie hier, aber Petrus hatte ein Herz und es hat wenigstens nicht geregnet. Es ist bei vielen Eisenbahnfans und Liebhabern aus nah und fern ein in Stein gemeißelter, nein, ich müsste sagen, ein ins Schotterbett der Gleise fest gerüttelter jährlicher Termin. Im April eines jeden Jahres sind in Dresden die Dampfloks los. Und in diesem Jahr bereits zum 9. Mal. Bei dem vielfältigen Veranstaltungsprogramm haben nicht nur wir die Qual der Wahl. Und es sind auch zahlreiche unter Dampf stehende Lokomotiven angereist, so viele wie noch nie. 10 Loks präsentierten sich dem Publikum, das auch zahlreich erschien. 12.000 waren da. Bevor ich mich aber auf dem Gelände der IGBW Dresden-Altstadt umschauen werde, habe ich mich zunächst erst einmal für das Ablichten einiger der zahlreichen Sonderzüge entschieden, die ab Dresden in verschiedene Himmelsrichtungen fuhren. Einer der Highlights am Samstag war wohl zweifelsohne der IX Metropol, der zwischen Dresden und Berlin verkehrende Schnellzug. Gezogen von 01:15:19-6, jetzt im Besitz der Eisenbahnfreunde Zollernbahn. Viele Fahrgäste warteten hier am Bahnsteig auf die Bereitstellung des Zuges. Und dann rollte er ein, der Sonderzug. Das Gedränge um die besten Plätze ist groß. Nun also steht er hier am Gleis 14 des Dresdner Hauptbahnhofs mit der elektronischen Anzeige Berlin-Ostbahn-Hoch. Na klasse, wir schmuggeln das fehlende F dazu, Ordnung muss sein. Nette Geste des Veranstalters, die abgestellte 01 der IGBW Dresden-Altstadt wies zusätzlich den Weg zum Zug. Zum Einsatz des IX Metropol kommen nicht ganz stilvolle Wagen wie seinerzeit. Macht nichts, dafür ist es ein richtiger Dampfzug, auch optisch. Und das macht es auch aus. Die Spannung steigt und wir warten auf die Ausfahrt des Zuges. Der Kleine da auf den Schultern seines Vaters scheint zu ahnen, mit welcher Geräuschkulisse sich der Dampfzug in Bewegung setzen wird. Und er wird auch nicht enttäuscht werden. Weiter.
Während der Zug sich dann mit gemächlichem Tempo in Bewegung setzt, fahre ich etwas flotter in Richtung Freital zur ausgesuchten Fotostelle weiter. Das Objekt der Begierde ist Ellie. Nicht, was Sie jetzt denken. Ellie ist der Spitzname der E7710 des DB-Museum Nürnberg, die von der IGBW Dresden-Altstadt liebevoll gehegt und gepflegt wird. Und hier wollen wir den Fotogüterzug auf Film bannen. Und weil es so schön war, entschließe ich mich, die Rückfahrt von Freital-Potschappel mit der Ellie gleich auch noch mitzunehmen. Mein Zeitplan für den Tag sagt mir, dass ich auf dem Weg zurück nach Dresden noch in Heidenau den Sonderzug nach Sebnitz erwischen könnte. Dieser Sonderzug wird von Lok 503648-8 des Sächsischen Eisenbahnmuseums Chemnitz-Hilbersdorf gezogen. Nach dem Passieren einiger Regelzüge war das Gleis dann frei und dann kam sie auch schon herangeeilt. Jetzt wird es aber höchste Eisenbahn, sprichwörtlich, dass ich mich zum Gelände des IGBW Dresden-Altstadt an der Zwickauer Straße begebe. Das Gedränge ist hier angekommen wie immer groß. Wo fange ich an? Am besten im Museum des Vereins etwas abseits des Getümmels. Zeit zum Verschnaufen. Hier tauche ich in die Geschichte des BW Dresden-Altstadt ein. Viele Eisenbahnutensilien gibt es zu bestaunen und für den einen oder anderen auch wieder zu entdecken. Wie hier am Fahrkartenschalter. So kaufte man früher Fahrkarten, um zu verreisen. Kaum noch vorstellbar. Okay, ich gebe zu, hier habe ich ein bisschen geschummelt. Unser zweiter Kameramann mimte den Reisenden aus einer Zeit, die gut 50 Jahre zurückliegt. Jetzt begebe ich mich dahin, wo es von Menschen und alten Lokomotiven nur so wimmelt. Die Drehscheibe mit Lokschuppen. Hier spürt man förmlich die Atmosphäre der guten alten Zeit. Es riecht nach Dampf, Kohle und heißem Öl. Das, was man eigentlich erwartet. Und wir können einen Teil der Gastdampflokomotiven auf Film bannen. Einige andere Loks waren ja unterwegs, auf Sonderfahrt.
viele tausende Fotos mögen wohl an den zwei Tagen von den alten Lokomotiven gemacht worden sein. Auch die Führerstandsmitfahrten mit wechselnden Dampflokomotiven sind wie immer der Renner. Renner ist gut. Eigentlich musste man sich sehr geduldig anstellen. Viele Eisenbahnfreunde nutzten auch die wunderbare Aussicht auf das Gelände von der Nossener Brücke aus. Wir auch, aber erst später zur abendlichen Lokparade. Auf dem Gelände gab es aber noch weiteres zu entdecken. Neben dem DB-Werk präsentierten sich regionale Verkehrsanbieter. Zwischen der Ausstellung modernerer E-Loks entdeckte ich einen sehr gut restaurierten alten Postwagen aus dem Jahre 1932. Klar, dass viele Besucher einen Blick in das Innere des Wagens geworfen haben. Wollte ich auch, aber jetzt nicht enttäuscht sein, liebe Zuschauer, ich habe mich entschlossen, nach einem interessanten Gespräch mit Dana Wankowa diesen Wagen in einem extra Beitrag im Laufe des Jahres vorzustellen. Denn ich habe eine Einladung von Dana erhalten, sie in Lovosice in Tschechien, dem Unterstellort dieses Wagens, zu besuchen, um mehr über die Geschichte dieses Bahnpostwagens zu erfahren. Denn das würde sonst den Rahmen der Sendung sprengen. Zu guter Letzt werfe ich noch einen Blick auf das angrenzende Gelände, dem Depot des Verkehrsmuseums Dresden. Auf dem Weg dahin begegnet mir einer der Oldtimer-Omnibusse, hier der wundervoll restaurierte H6, der zwischen Hauptbahnhof und Eisenbahngelände pendelte. Auf dem Freigelände stehen neben einem Oberleitungsrevisionswagen auch die bulligen Großdiesel der Deutschen Reichsbahn, die Ludmilla. Oder korrekterweise die BR 132, gehört aber noch nicht ganz zu den alten Eisen. Sie mischt auch heute fleißig noch auf den Gleisen der Deutschen Bahn als BR 232 mit. Eine kleine Köff duckt sich zwischen den beiden Dicken aus Babelsberg ab. Zur Freude und Unterhaltung der kleinen Eisenbahnfans ziehen hier kleine Echtdampf- und Akkulokomotiven ihre Runden. Die grüne Schwalbe musste mit ins Bild. Hat zwar wenig mit Eisenbahn zu tun, sie gehörte einfach dazu. Bevor ich von der Nossener Brücke das Abschlussbild einfange, noch ein kleiner Nachtrag von dem EX Metropol. Es ist schon verrückt, wir fahren von Berlin nach Dresden und uns fehlen die Bilder des Metropol aus Berlin. Aber dank eines Eisenbahnfreundes haben wir die Rückfahrt von Berlin nach Dresden ebenfalls auf Film gebannt bekommen und das möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Mit diesen Bildern von der Nossener Brücke, liebe Zuschauer, verabschieden wir uns von Dresden.
Es war ein toller, schöner Tag mit vielen Eindrücken. Und nächstes Jahr gibt es wieder ein Dampflok-Treffen. Vielleicht sehen wir uns ja da. Wer jetzt sagt, schade, da hätte ich dabei sein wollen, keine Sorge, nächstes Jahr gibt es wieder ein Fest, das 10. Und da denke ich, wird es bestimmt ein besonderes werden. Wir sind schon gespannt. Zu unserem zweiten Thema, das Frühlingsfest im BW Schöneweide. Das Thema Wetter spielte auch hier eine Rolle und es ist immer schade, dass die vielen Mühen der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung fast ins Wasser gefallen wären. Das tat aber bei den Besuchern keinen Abbruch, die trotzdem zahlreich erschienen. Am 22. und 23. April öffneten die Dampflokfreunde Berlin wieder ihre Tore am BW Schöneweide und lockten zum 14. Frühlingsfest groß und klein auf das Gelände um den 100-jährigen Lokschuppen zur Besichtigung und Entdeckertour. Reges Interesse fand bei den Besuchern dabei immer wieder die Behandlung der alten Lokomotiven vor dem Einsatz auf dem Gelände des BW. Kurz nach der Eröffnung bat der Pressesprecher des Vereins kurz um Aufmerksamkeit. Zur Freude der Berliner Dampflokfreunde übergab der S-Bahn-Chef Peter Buchner dem Verein einen Scheck über 4.200 Euro. Wahrlich ein warmer Geldregen. Dieses Geld stammt aus dem Verkauf eines Kalenders mit Eisenbahnmotiven des bekannten Fotografen und Eisenbahnfreundes Burkhard Wollny. Ein weiterer Scheck über die gleiche Summe wurde an die Berliner Familienfreunde e.V. übergeben. Dieses Geld ist bei beiden Vereinen wahrlich gut angelegt. Die Berliner Dampflokfreunde wollen dieses Geld zum Einbau historischer Tore im Rundlokschuppen verwenden. Apropos historisch. Die Scheckübergabe fand vor der historischen Dampflok der Baureihe 74 statt. Diese T12 kam ab 1905 vorwiegend auf dem Berliner Stadtring und Vorortverkehr zum Einsatz. Diese, so ist der Wunsch der Berliner, soll wieder betriebsfähig gemacht werden. Neben der 74-1230 wird eine andere Dampflok mit der Nummer 131-060 gerade bekohlt. Mit viel Geduld und Feingefühl gelangt dieses anschauliche Kunststück unter Beobachtung vieler Besucher. Es ist übrigens eine rumänische Lok aus den Resita-Werken. Bei den Führerstandsmitfahrten hieß es auch hier, sich in Geduld zu üben. Die längsten Schlangen bildeten sich bei den Dampfloks. Besonders begehrt war dabei Lok 52-81-31-6. Bei den Führerstandsmitfahrten auf der Dampfspeicherlok ging es dagegen etwas beschaulicher zu.
Etwas später wurde sie von Lok 131-060 abgelöst. Der dritte im Bunde ist die kleine KÖ 0242. Diese kleine Rangierlok benötigte vor ihrem Einsatz Starthilfe. Das übernahm eine Diesellok der HVLE, die Baureihe 246. Hier konnte man getrost sagen, groß hilft klein. Dann pendelte sie unermüdlich mit unüberhörbaren Signalhorn am Rande des Geländes zur Freude vieler Besucher. Für die ganz kleinen Gäste gab es ein Dampfmitfahrerlebnis der besonderen Art. Dampflok Franziska vom Niederlausitzer Museumseisenbahn e.V. zog hinter dem Ringlokschuppen ihre Runden. Neben der Ausstellung von historischen Bahnen nutzte auch die ODEC als Vertreter der modernen Bahn die Gelegenheit, sich als privates EVU den Besuchern vorzustellen. Die Besichtigung des ausgestellten RS1 von Stadler wurde rege in Anspruch genommen. An diesen beiden Tagen wurde den Besuchern bei den Berliner Dampflokfreunden zum Frühlingsfest Eisenbahn zum Anfassen präsentiert. Es ist den Vereinsmitgliedern hoch anzurechnen, dass sie mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit solche Ausstellungen möglich machen und die nostalgische Dampfeisenbahn pflegen und hegen, damit wir alle noch lange uns an dieser erfreuen können. Das war's wieder, liebe Zuschauer und Freunde von Modell und Bahn. Unsere Sendezeit ist wieder um. Wir sehen uns wieder Ende Mai auf gleichem Kanal und Sender. Und denken Sie dran, die Bahn kommt. Machen Sie's gut, Ihr Frank Buttig.